So, dann herzlich willkommen zum Live Trading TV von JFD Brokers. Heute hatten wir schon eine rasante Achterbahnfahrt am DAX. Das schauen wir auch direkt an. Gegen 8.30 Uhr habe ich auf dem Stream und im Chat ein Setup veröffentlicht. Und es hieß, dass zunächst, oder beziehungsweise der heutige Tagesausblick negativ ist. Ja. Als es dann um 9 Uhr direkt losging mit dem Xetra-Handel, sah ich im Future eben noch einen Kurs, der direkt an die Gap-Kante hinlief. Also hat im Prinzip ja der Kurs dieses Setup ranlaufen an den Kurs und dann einen Abfall hingelegt. Leider ist eben hier der Kurs, es gab keinen 15-Minuten-Schlusskurs unter dieser Marke von 17.840. Also eben dann da hier der DAX stand, konnte man im 1-Minuten-Chart diesen als Impuls zählen und habe ich im Chat geschrieben, dass hier die Abwärtsbewegung oder eine erste Welle zu Ende sein könnte. Das ist dann trotzdem hier hochgeht, war sicherlich eine Überraschung, aber im Prinzip hat die Marke halt dann auch wieder auf 15 Minuten Basis gehalten. Aber ganz klar, hier hätte man eingestoppt werden können und hier eben ausgestoppt werden können, dann hätte man 100 Punkte Minus gehabt, deswegen war das wirklich eine rasante Achterbahnfahrt, die sicherlich schwierig zu handeln gewesen ist und auch eben dann so per Setup vorne, per Vorab eben zu definieren, ja. Und ich kann mich auch nicht, bin auch nicht jede Minute im Chat und verfolge natürlich auch nicht jede Minute den DAX, aber ich versuche, wenn möglichst entscheidende Kursbewegungen eben im Chat noch zu dokumentieren, falls ich am Rechner bin. So, wie könnte es jetzt der Handelstag weitergehen? Wir liegen also wieder in der Gap-Kante, beziehungsweise in der Kurslücke halt, nicht Gap-Kante. Hier dürfte oder kann jetzt der Kurs wieder alles machen. Die Marken, da die jetzt beide wieder angetestet worden sind, sind weiter vakant und sind eben auch entscheidend für den weiteren Kursverlauf. Schauen wir kurz den Tageschart an, wo wir hier stehen. Hier tanzt der DAX weiterhin auf dem EMA10 im Tageschart. Im 4-Stunden-Chart sind wir weiter über dem EMA38, also auch eigentlich bullisch einzustufen, das Chartbild. Und im Stunden-Chart hat jetzt her heute im Tief die Unterkante des Rainbows erreicht. Hier ist kann man jetzt auch keine große Aussagekraft oder keine Aussageprognose treffen für den weiteren also Verlauf. Wo es relativ ein klares Chartbild im Moment gibt, nach meiner Meinung nach halt, ist hier im Dow Jones Index. Dieses Widerstandsband sollte ja jedem Zuhörer bekannt sein, das wurde eben exakt angelaufen und nicht übertroffen. Hier gab es dann nur eine leichte Seitwärtsbewegung und der erste Abfall. Der Prognosepfeil war jetzt nicht exakt so wie jetzt hier eingezeichnet, den habe ich jetzt nur hier nachgefahren, ja. Und eben dann die Bewegung. Die erste Bewegung könnte eben hier zu Ende sein und es könnte jetzt eben exakt eine zweite direkt ebenso lange wie hier oben nochmal folgen. Und der Startpunkt war eben dann gestern bei 17.800 Punkten etwa. Und ausgelöst würde es bei einem Kurs unter 17.650. Das ist also hier die Triggermarke. Und das Kursziel wäre hier wirklich ein präferiertes Ziel direkt an die 200 Tagelinie im Stundenchart, dann wäre hier das Gap auch geschlossen und eben auch eine
Fibonacci Retracement erreicht. Also das wäre hier wirklich ein ideales Ziel zwischen 17.460 bis 80. So, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Was ich noch mitgebracht habe, ist hier die Merck-Aktie. Da kommt jetzt auch direkt auf den God-Mode eine Analyse. Die trifft hier eben auf ein starkes Widerstandsband, das zwischen 94 und ja, 96,50 oder 96,30 liegt. Hier dürfte diese Rallye-Bewegung ihr Ende finden und eben dann einen Kursrücksetzer zur 88-Euro-Marke etwa dann veranstalten. Schauen wir noch kurz eben schnell auf den DAX. Hier legt er jetzt weiter den Rückwärtsgang ein. Wie gesagt, präferiert wird jetzt weiterhin eher der Kursrücksetzer wegen diesem Dow Jones Setup. Mehr kann ich leider im Moment zu den Kursprognosen oder Kursverläufen nicht sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, ich melde mich später noch einmal wieder.